Mensch, Adam, ich rate dir dringend, mach endlich reinen Tisch. Leg ein Geständnis ab, dann könnte ich bei Gericht ein gutes Wort für dich einlegen. Das würde sicher ein paar Jahre weniger geben. Ein paar Jahre mehr oder weniger. Da käme ich sowieso nicht mehr lebend raus. Wie du meinst. Ich werde dir jetzt einen letzten Beweis liefern und gnade dir Gott, wenn du wieder lügst. Du hast Sergeant Hastings vorgestern deinen Anzug mitgegeben, zur Spurensicherung. Hemd, Schuhe, alles, was du anhattest, als du die kleine Sue gefunden hast. Ich habe jetzt den Laborbericht. Erstaunlicherweise steht hier nichts von dem Laub. Kein Wort von modrigen Blättern. Und es ist auch nicht von einem Dreck aus dem nassen Graben die Rede. Nichts dergleichen. Nur das, was man erwarten kann. Gras- und Sträucherspuren vom Stadtpark. Ein bisschen Hundekot und Schmutz an den Schuhen. Weißt du, was das bedeutet? Du hast dich umgezogen, als du nach Hause kamst. Erst dann hast du bei uns angerufen. Wie du uns gesagt hast, besitzt du Sachen zum Anziehen von der gleichen Sorte doppelt. Du hast den Anzug angezogen, den du an den Abenden zuvor bei deinen Spaziergängen getragen hast. Den hast du uns mitgegeben. Ebenso Hemd und Schuhe. Du warst im Wald, Adam. Dort, wo Susan Dalby ermordet wurde. Du hast dich umgezogen, weil an deinem Anzug Blut war. Blut von der kleinen Sue. Und natürlich noch andere DNA-Spuren, die man hinterlässt, wenn man ein so scheußliches Verbrechen begangen hat.